Ja, moin liebe Freunde des alten neuen Städtebaus und herzlich willkommen zurück zum letzten Part dieser Aufnahmesession von Anno 1404 Gold Edition. Wir fahren fort, liebe Freunde. Achso, ich wollte jetzt die Quest. Also 25 Holz, 20 Kohle, 20 Papier. 25 Holz. 20 Kohle, richtig? Genau, und 20 Papier. Gut. Welche Insel war das? Die da hinten. Alles klar. Was gibst du mir dafür? Geld. Und nicht gerade wenig. Sehr schön. Das machen wir doch gerne. Der Kaiser könnte sich glücklich schätzen, wären all seine Vasallen. Ja. Ich frage mich übrigens immer noch, was es mit der Bärenhöhle auf sich hat. Also es gibt Pelze. Ja, schön. Ich glaube nicht, dass die Leute im Orient Pelze brauchen. Bin ich ja ehrlich. Also ich denke mal, das wird ein Adligenbedürfnis sein. Das können wir sogar locker flockig erfüllen. Sagte er in seinem jugendlichen Leichtsinn. Hier unten, wir haben so viele Quellen für Bärenhöhlen. Wir haben ganze zwei Bären. Erst sagt er so, ja, wir haben so viele Bärenhöhlen, zwei Stück. Allah segne eure Zuverlässigkeit. Ja, ich höre bald auf aufzunehmen. Alles gut. Oh Mann. Ja, da merkt ihr das. Ich quatsch zu viel und schon röchelt die alte Röhre wieder ordentlich raus hier. So ist das. Aber ich möchte halt gerne für euch aufnehmen, Freunde. Damit ihr schön Vorrat habt, schön was zum Gucken habt, ihr euch erfreuen könnt an meinen Parts. Aber ich glaube echt, ich werde bald die Nanako vergrößern müssen. Ich glaube, das wird nicht mehr lange gut gehen. Weil wenn jetzt die Leinkutten auch noch anfangen, das heißt, ich muss dann hier Hanfbetriebe bauen. Also wahrscheinlich dann gleich direkt 4 zu 2. Also 4 Hanfbetriebe und 2 halt entsprechende verarbeitende Betriebe. Halt die doppelte Menge, während die hier konstant weiterlaufen. Aber ich habe auch schon gedacht, dass ich einfach nur Hanf produziere und das dann rüberjage. Das würde auch gehen. Aber ich glaube, das wäre keine so gute Idee, ehrlich gesagt. Außerdem, selbst wenn, dann könnte ich das genauso gut auch hier machen. In Flensburg, aber nee. Euer Turnier war seit langem das Beste und Unterhaltsamste, was ich gesehen habe. Wir kriegen immer mehr Ruhm dafür. Ist doch schön. Wahrscheinlich, weil die Bevölkerung aufwächst. Damit hatte ich ja gar nicht gerechnet. Ja, kannst du mal sehen. Vielleicht kannst du dich ja zu einem Ja durchringen. Und ich hatte schon Angst, dich überhaupt zu fragen. Oh, süß. Ein kleiner Cutie, eine Insel wurde erfolgreich kartografiert. Ist das nicht schön? Gut, dann kehren wir jetzt zu unserem Busenkumpel, hätte ich jetzt fast gesagt. Dem. Ich wollte schon wieder Scheiß sagen. Nein, Großvisier. Ach, Mann. Irgendjemand macht irgendwann noch einen Counter. So und so oft hast du Sultan gesagt. So und so oft hast du Großvisier gesagt. Es wird passieren, früher oder später. Ich sehe es schon kommen. Und dann auch völlig zurecht, weil ich habe das so oft gemacht. Ehrlich, also irgendwann muss auch mal gut sein. Ich helfe euch gerne aus. Die Druckereien stellen keine Ware mehr her. Warum? Was ist los? Papier ist da. Ich wollte gerade sagen, es ist kein Indigo da, aber das ist ja schon wieder was anderes. Ah, 44. Lyra ist aber gerade auf dem Weg, hat 24 Tonnen Indigo dabei. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber immerhin. Ne, das eine Feld, das wächst einfach nicht. Was ist, wenn ich das eine Feld hier... Ach nee, das ist ja genau derselbe Scheiß. Kann ich denn hier noch ein Feld verlegen? Hier ist alles so schön grün. Würde das nicht gehen? Und hier ist was zwischen. Doch, es würde gehen. Nun seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst eingeweiht. Geil. So, dann reißen wir hier die Straße mal weg. Dann haben wir hier ein Feld hin. Das hauen wir weg. Dann haut der... Habt ihr in der euch anvertrauten Sache Neues zu berichten? Ich hoffe, dass das Feld funktioniert.
Es wächst. Gut. Sehr schön. Das heißt, das Feld hier nehmen wir weg. Ach, das ändert ja auch nichts. Doch, es ändert was. Eventuell. Kommt halt nur drauf an, wie ich mich jetzt anstelle. Nein, das war falsch. Reiße ich die Straße hier ab? Ah, ein Feld! Leck mich doch! Scheiße! Ich sag ja, ich habe Scheiße gebaut hier. Verdammt! Na, dann ist es halt so. Ich nehme von dir, was ich glaube, du hast kreuzweise begriffen, was auf dem Spiel steht. Ja, dein Arsch. Beziehungsweise dein Kopf. Ich nehme eher deinen Kopf als deinen Wie Arsch. Wie schön, dass man euch mit derlei Angelegenheit... Sehr aufmerksam. Schön. Ja, da freut sie sich. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Was? Dann noch meine Kisumio? Unglaublich. Mach ihn fertig. Frecher Lump. Greift meine Kisumio an. Frechheit. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Mach ihn kalt. Sehr schön. Ich glaube, hier war gerade was. Kann das sein? Ne, doch nicht. War nur wieder Wunschdenken. Irgendwann, so sprach er. Sag mal, ich trinke mal eben was. Sag mal, Indigo ist doch ein... Weiß ich nicht, ist das ein Gelehrtenbedürfnis? Ein Nomadenbedürfnis? Ja, aber ich weiß nicht, wie es geregelt ist. Euer Besuch wärmt das Herz eines alten Mannes. Oh. Bei Bauern? Oder eher bei Bürgern? Ich denke mal eher bei Bürgern, ne? Ich aktualisiere einfach mal alle. Nee. Meine Schade. Ernennung zum Großvezier ist eine besondere Ehre für mich. Der Sultan ist jung und voller Tatendrang. Doch weiß er auch den... Weiß er. Bestimmt. Bin ich mir ganz sicher. Vor allen Dingen, er ist die Sorte sympathischer alter Mann. Das darf man ja auch nicht verwechseln. Es gibt ja auch alte Männer, denen möchte man nicht im Dunkeln begegnen, sagen wir es mal so. So, jetzt lässt die Kisumio sich erstmal... Dass dieses Schiff noch fahren kann, ja? Keine Segel, an Deck brennt alles. Unglaublich. Ich nehme mal Glas mit, genau. Gute Idee. Dann nehmen wir nochmal Bücher mit und die Lederwamsa. Dass das Schiff überhaupt noch fahren kann, ey. Das müsste absaufen wie nichts Gutes. Davon mal ab, dass es auch gar nicht, eigentlich gar nicht mehr fahren könnte. Ich bin gern bereit, mit euch zu handeln. Aber das ist halt Spiellogik. Oh, 7400, geil. Ich helfe euch gerne aus. Ich bekomme regelmäßig... Gerne. So, und dann gehen wir nochmal hier deine Optionen durch. Also das, den Scheiß kannst du dir echt schenken. Ehrlich, also das muss echt nicht sein. Was haben wir hier? Zollware. Geh mir weg mit Zollware. Großzügige Ladekammern. Das ist schon eher was. Was ist das hier? Oh, vergrößerte Lagerkammern, erhöhte Geschwindigkeit, tüchtiger Matrose. Was ist nichts richtig, so richtig Geiles dabei, ne? Redseliger Bordfahrer, ja, ist auch klasse. Ich helfe euch gerne aus. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Och nein. Och nicht doch. Ich will nicht. Spiel gespeichert. Oh, der wird doch bestimmt in meine Insel reingehen. Garantiert. Auf eine meiner Inseln wird es treffen. Auf jeden Fall. Und dann richtig schön rein da. In die Lotte. Nee, das ist eine unbewohnte. Ja, die kannst du gerne treffen. Das ist mir egal.
Hauptsache nicht meine Inseln. Ah, ihr kommt zum Handeln vorbei. Abgemacht. Wirbelstürme waren mir schon in Anno 1701 zuwider, echt. Ach, guck mal, da kreist auch noch ein Korsar durch die Gegend. Kusch! Geh weg! Kusch! Mach dich weg! Elendige Wasserhose! Windhose ist ja was anderes. Vor allem stellt euch das mal vor, da steht da im 14. Jahr oder im 15. Jahrhundert steht da einer auf seinem Schiff und sagt zu dem Wirbelsturm, Kusch, geh weg! Alle anderen ergreifen die Flucht und da steht eine einzige Person, Kusch, Kusch, geh weg! Weg von meiner Insel! Mensch, mach es nicht so spannend. Entweder du betriffst eine meiner Inseln oder du triffst sie nicht. Pass auf, am Ende schlägt er genau in Rebellopolis ein. Ihre Insel wird von einem Wirbelsturm bedroht. Ja, natürlich. Ah, es war doch so klar. Ja, super. Und meine Azalea fährt da wahrscheinlich voll rein, wenn ich Pech habe. Verschwinde! Geh weg! Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Ja, natürlich. Jetzt muss ich wirklich eine Feuerwache bauen. Alle Baupläne stehen zu eurer Verfügung. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein Dankeschön. Kann. Dankeschön. Ich glaube, damit bin ich noch glimpflich davon gekommen. Aber ausgerechnet über meine Klosterhöfe, ne? Ist das euch mal aufgefallen? Das meiste andere hat er in Ruhe gelassen, aber die hat er mitgenommen. Sind das wirklich 8? Das sind 8, ja. Ein gutes Geschäft. Scheiße, die Lagerhäuser. Er kommt an die Lagerhäuser wahrscheinlich nicht ran. Ach, hier wurde doch auch... Ja, meine Seilerei wurde platt gemacht. Und ich habe kein Baumaterial. Oh, leck mich doch am Arsch. Meine Lager stehen euch jederzeit offen. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Meine Azalea hat er auch fast versenkt, die Sau. Wenn er nicht sogar gleich noch sein Werk vollbringen will. Komm her, Azalea. Also ich sag euch eins, wenn der Rebellopolis trifft, wird geladen. Aber sofort. Eines ihrer Schiffe an. Ja, natürlich. Schön, meine Nanako, genau. Oh, blödes Arschloch. Mach dir mal schön den Wirbelsturm zunutze, du feige Sau. Verschwinde. Genau, Helena. Hau ihm eins in die Fresse. Er hat's verdient. Vor allem, ich lässt er erst noch über das eine Schiff meiner Konkurrentin, ne? Und dann gerät mein Schiff in Brand. Geil. So, 40 Holz, 40 Werkzeuge, 40 Stein. Wir müssen Flensburg wieder aufbauen. Das, was... Ach. Wieso brennen eigentlich meine Lagerhäuser hier immer noch? Hallo, löschen! Hilft mir hierbei. Der Sultan wird davon erfahren. Ich habe gerade keine Zeit für deine Spielchen, Kollege. Was macht der da? Mal chillt der rum oder was ist da los? Hallo, hier brennt's. Seh zu, dass du an den Laden kommst. Ich kann da keine Straße hinbauen. Och, Alter. Ja, toll. Was ein Scheiß, ey, ehrlich. Sowas Beklopptes. Das tut doch echt nicht nötig. Was ist denn das hier? Hanf bitte. Wieso? Der ist voll. Der ist voll und das wird nicht abgeholt. Was ist das denn für eine Scheiße? So, erstmal wird der Hanfbetrieb wieder aufgebaut und dann die Seilerei. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ach, jetzt hat er es automatisch angenommen. Ach so, ja, ist klar. Einfach mal automatisch angenommen. Kann man auch mal machen. Egomane! 15 Seile, na, hoffentlich habe ich die noch. Wo ist denn der Wirbelsturm jetzt? Ach, jetzt wütet er bei ihr. Ja gut, das kann mir ja dann egal sein. Oh, Alter, der hat uns richtig hart getroffen. Aber was heißt hart? Er hat uns mehr oder weniger eigentlich sogar nur gestriffen.
Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Also hätte er richtig Schaden anrichten wollen, dann hätte er Rebello-Brüllis getroffen. Aber dann glaubt man, dann hätte ich ausgemacht. Und zwar wütend. Schreiend, fluchend, kotzend. Das glaubt man. Dann hätte ich ausgemacht. Dann hätte ich auch gesagt, wisst ihr was? Scheiß auf Anno, ich lasse es liegen. Ganz ehrlich. Dann hätte ich gesagt, leck mich. Dann wäre vorzeitig Feierabend für heute gewesen. Oh, guck mal, Seile sind sogar voll, sehe ich gerade. So. Wohin wir die Lieferung haben, da hinten. Irgendwann musste mich ja mal was treffen. Warum nicht gleich im Wirbelsturm? Erholt sich das Kontor eigentlich von alleine oder? Nö. Das Lagerhaus auch nicht. Apropos Lagerhaus, ich muss ja wieder eins aufbauen. Eins musste er mir ja unbedingt vernichten, die Sau. So. Das heißt, ich muss jetzt die Feuerwache abreißen, damit ich da einen Zimmermann aufbauen kann, der sich dann darum... Also, ein Schwachsinn, ey, echt. Naja, egal. Freunde, ich freue mich immer mehr auf Anno 2070. Ehrlich, da wird das völlig anders laufen. Das glaubt man. Und ja, ich werde das definitiv machen. 2070. Ich weiß, es wird vielen Leuten nicht passen, weil es heißt, die neueren Teile seien angeblich die schlechtesten. Ich sehe das nicht so. Ganz im Gegenteil. Wenn ich mir 1404 hier so ansehe, da bin ich echt froh, dass es 2070, dass ich das gespielt habe. Und 2205. Konntet ihr diese Angelegenheit regeln? Beim Barte des Propheten. Boah, Kanon, ich geil. Gerne. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was er uns mitbringen wollte. Leinkutten sind voll. Sehr gut. Fisch läuft gut. Was ist denn mit Most eigentlich los? Most kackt ja total ab. Wo ist die Azalea? Ich sehe die Azalea nicht, da ist sie. Okay, die ist voll mit Most, alles klar. Die musste jetzt halt so ein bisschen aussetzen, ne? Weil sie halt repariert wurde. Wo ist die Kiso? Die ist auf dem Rückweg, gut. Hier sehe ich doch schon wieder einen Corsair rumschippern. Fangt ihn mal ab, wenn ihr könnt. So, der Wirbelsturm verpisst sich langsam. Das ist gut. Endlich. Ich bin froh, wenn der weg ist. Also, Kanonen haben wir schon mal gut gesammelt. Also, falls einer Ärger macht, gibt es einen auf die Fresse. Oh, wir haben viele Bücher, sehe ich gerade. Ist gut. Sehr gut. Tierfälle sind auch fast voll. Also, die Tierhäute sitzen hier aus mit Tierhäuten. Ist auch fast voll. Ja, gut. Ist doch perfekt. Da lübt der Lachs, würden gewisse größere YouTuber sagen. Wie gesagt, ich gucke den zu oft. Ich weiß. Ich weiß es doch. Na gut, das ist hier, die sind jetzt bei Helena, ist nicht mehr mein Problem. Wir konzentrieren uns darauf, dass er nicht unsere Gewässer betritt. Boah, ist das Ansehen hoch. Oh, es stört dich also nicht. Alter Schwede, guckt euch mal an, wie hoch das Ansehen ist. Alter, ist ja fast auf Maximum. Gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts einzuwenden. Ja? Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Finde ich auch. Vielen Dank dafür. Können wir ja nochmal gucken, ob er interessante Items hat. Nein. Ach, was willst du mit deiner scheiß Zollware? Die kannst du dir sonst hinstecken. Ehrlich, das ist übrigens der Pionier aus Anno 1701, fällt mir gerade auf. Und das war, glaube ich, der... Der Wirbelsturm ist keine Gefahr mehr. Oder zumindest ist ähnlich sah, glaube ich, der Bürger aus Anno 1701 aus. Oh, was ist das denn? Bord eine Schiffe... Ja, nee. Nee. Hier nochmal... Ah! Gläserne Handspindel. Seidenweberei. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Okay. Sollten wir uns auf jeden Fall mal aufheben. Ich glaube, das werden wir noch brauchen. Nehmen nochmal 80 Werkzeuge mit. Nehmen wir ein paar Seile. Und Brot, weil Brot... Nanako wird uns zuballern mit Brot. Wenn die eintrifft. Ich helfe euch gerne aus. Ich weiß. Oh, das Item nehmen wir auf jeden Fall mit. Wenn es auch erstmal eine Reserve ist, aber das nehmen wir mit. Seht euch in aller Ruhe um.
Mit diesem Handel. Ich hoffe, ihr. Ich werde auch gleich mal wieder eins und gleich mal wieder mal unsere. Ich schlage ein. Ich auch. Ich werde auch, glaube ich, gleich mal wieder ein paar Leute zu. Ein paar Bauern zu Bürgern machen und ein paar Bürger zu Patrizier, dass wir hier mal ein bisschen in die Gänge kommen wieder. Ich wollte gerade sagen, hier mit diesem doch ein Handel bin in der Nähe ich einverstanden. Sein. Häuser sind soweit alle abgedeckt. Sehr schön. Ja, die beiden hier nicht. Das werden wir mal schnellstmöglich ändern, bevor hier nämlich gleich wieder ein Großbrand kommt. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. So. 50.000 haben wir fast. Geil. Sehr schön. Nein, du sollst das nicht reintun. Schmelztiegel. Das ist okay. Das lassen wir aber mal außen vor. Wie sieht es denn bei unserem... Bei Allah. Es tut gut, euch zu sehen. Och, du alter Charmeur, du. Ich schalte das jetzt einfach mal frei. Ich habe jetzt die Schnauze voll. 2000. Ich gehe hier einfach mal von links nach rechts. Nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Boah. Nicht schlecht, aber in dem Moment nicht wirklich interessant für uns. Mandeln. 30 Schaden. Alter Schwede. Ich sehe schon, ich bin über die Zeit. Ich werde aber trotzdem ein bisschen verlängern. Also, dass der Part auch 25 Minuten hat. Weil ich habe jetzt so oft geladen in dieser Aufnahmesession. Wir haben eine Naturkatastrophe überstanden. Also ich finde, da können wir ruhig mal ein bisschen verlängern. Brot nehmen wir noch mal ein bisschen mit. Die Nanako, die liefert so gut momentan. Ich werde auch mal ein paar Tiere heute mitnehmen. Und noch mal ein paar Besitztümer. Wie sieht das eigentlich mit Indigo? Oh. Wo ist denn unsere Lyra, sag mal? Wo ist sie denn? Müsste doch momentan fleißig dabei sein, Indigo zu transportieren. Oh ja, 30. Wieso nimmt sie... Ach so, weil es die... ist die falsche Insel. Nee, ist nicht die falsche Insel. Da ist doch die richtige. Also Indigo ist tatsächlich so ein Sorgenfilter, ne? Also ich glaube echt, ich muss hier nochmal ein bisschen die Indigo-Produktion hochschrauben. Es gibt kein Bauvorhaben, das ihr nicht verwirklichen könnt. Nee. Es würde hier wunderbar passen. Wieso sagt er hier? Geht nicht. Was ist das denn für ein Quatsch? Das, natürlich geht das, ist doch alles grün hier. Was will der denn? Also manchmal verwirrt mich das Spiel. Sag ich, wie es ist. Dass es hier grau zeigt, das ist mir schon klar. Aber warum hier? Da ist doch alles grün. Was will der denn? Ganz ehrlich, das will mir nicht in den Kopf rein, so wirklich. Deswegen kostet er von Anfang an so viel, weil er gleich direkt 3 Makkaren sendet. Das war mal gut zu wissen. Seid ihr an den Kostbarkeiten des Orients interessiert? Das ein fairer Handel. Wie er da noch intervenieren will. Was ist hier eigentlich schon wieder los? Hier kruzt doch schon wieder ein Korsar rum. Da, schnappt ihn euch mal das bitte. Das gefällt mir. Was war, achso, das war der Wirbelsturm. Ja, der ist ja weg zum Glück. Gott sei Dank, ich bin froh, dass er weg ist. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. Ja, ich will dein Geld versuchen, ne? Also, wenn es weiter nichts ist, womit schön. Ich behilflich sein kann. Endlich kommen wir mal ein bisschen zu Geld. Wie sieht es mit den Waren aus? Das ist jetzt erstmal wichtiger. Fisch ist noch gut. Geht langsam, aber sicher hoch. Brot ist klar, das wird gleich vollgeballert, sobald die Nanako da ist. Genauso wie Lederwamsa. Fleisch ist voll. Quarz ist voll. Guck mal, Quarz könnte ich zum Beispiel von hier aus auch rein theoretisch verschiffen nach Alexandrata. Rein theoretisch. Mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer rechnen. Was ist das denn? Zollware Brokatgewänder. Was für ein Ding? Brokatgewänder, was ist das denn schon wieder? Edle Gewänder wahrscheinlich. Dazu brauchen wir wahrscheinlich dann Gold.
So wie das aus, da brauchen wir wahrscheinlich Gold und Seide. Oder hier steht das sogar. Feinste Gewänder aus Gold und Seide. Mensch, bin ich gut. Ich habe das nicht gelesen vorher. So, was haben wir hier? Doppelaxt. Holzfällerbetriebe, aha. Ja, nee, die produzieren auch so genug. Was ist das? Erhöhte Lagerkapazität? Nein, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Was haben wir hier? Bewegliche Lettern. Ein Druckerei! Hunde. Druckerei ist wiederum reizvoll, muss ich sagen. Was hast du hier? Was für ein Ding? Spitzes Kirschnermessen, ne? Kirschnerei? Was ist das denn nun schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde beides mal mitnehmen. Was ist denn schon wieder eine Kirschnerei? Also hier lernt man echt noch was dazu, also. So, wie sieht's aus? Ich würde gerne mal hier ein paar... Ich wusste immer, dass ihr diese Stadt zu Wohlstand führen würdet. Alter Schleimer. Zwei können aufsteigen. Was ist denn hier los? Pest und keine Meldung? Ach, weil der Medikus in der Nähe ist. Deswegen. Apropos Medikus, wie sieht eigentlich hier die Reichweite? Guck mal, drei Medikus reicht fast aus, um die gesamte Stadt abzudecken. Nicht schlecht. Aber ich werde trotzdem nochmal hier einen zwischensetzen müssen, wahrscheinlich, oder hier oben. Kosten ja auch nur 40 Unterhalt. Ne? Hättet ihr uns was helfen, ne? Teppiche! Ist auch für euch was drin. Ich habe keine Bettler Teppiche. Ehre. Ich habe keine Teppiche. Was willst du von mir? Aufdringlicher Bettler, ja, ich glaube auch. Und ich fange nicht extra wegen dir die Produktion von Dings an. Glaubens. Der bringt Geld. 4000. Scheiße. Ich kann es ja doch nicht lassen. Indigo brauchten die, ne? Ja. Dann hau ich schon mal einen Indigo-Betrieb hin und einen Seidenbetrieb und dann hoffe ich, geht das. Also wenn er sich jetzt wegen zwei Feldern schon anstellt, also ganz ehrlich, dann weiß ich auch nicht. Ich wollte damit eigentlich echt noch warten. Aber das kann ich ja nun nicht liegen lassen. So, Teppiche, Batsch. So. Wird natürlich wahrscheinlich erstmal dauern und sobald ich 10 Tonnen zusammen habe, nimmt die Ikara die dann mit direkt. Kann ich hierbei mit deiner Unterstützung rechnen? Auf der Karte sind Schiffe markiert. Versenken sie drei Kriegsschiffe davon? Nee. Ist schon gut. Ich verstehe das. Aber sie vergibt auch Aufträge. Ist ja interessant. Das hätte ich nicht gedacht, dass die KI auch Aufträge vergeben kann. Allerdings nur, wenn du mit ihnen im Bündnis bist. Ich bin gern bereit. Also, wir wollten das hier mal mitnehmen, weil ich keine Ahnung habe, was das ist so wirklich. Und das nehmen wir auf jeden Fall mit. 330. Ich helfe euch gerne aus. Ganz einfach. Je mehr man für sein Volk tut, desto mehr bekommt man zurück. Ja, ja, ist klar. So, ich wollte gerne gleich mal die Druckerei auflegen. Jawohl. Dann haben wir nämlich das auch gleich schon mal. Das klingt nämlich sehr interessant, dass das die Produktion erhöht. Das ist natürlich jetzt nicht so gut für die... Für das Indigo, aber ich denke mal, das wird er schon irgendwie geregelt kriegen, sagte er und dann war kein Indigo mehr da. Na, dann bin ich ja mal gespannt, wie schnell die ersten Teppiche an Laden kommen. Na, guck mal, der erste Teppich ist sogar schon fertig. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Ja, natürlich. Wo ist das andere Schiff? Das dümpelt da noch irgendwo um nirgendwo rum, ne? Ja. Wie frech der ist! Unglaublich! Freches Aster! Warte mal. Wie viele Teppiche haben wir jetzt? Drei. Gut. Beschleunige das mal ein bisschen. Ja, Milch und Datteln müssen jetzt erstmal warten. Das hat jetzt Vorrang.
4000, die lasse ich mir nicht entgegen, ganz ehrlich. Dann könnte ich schon mal im Voraus produzieren. Ich weiß, ich werde damit sowieso nicht hinkommen. Aber das kann man ja gut handeln erstmal. Meine Lager stehen euch jederzeit offen. Herr mit der Kohle! Ich schlage ein. Gib mir die Kohle, du Arsch! Ich weiß, bitte. Alles wird gut, Freunde. Ist nicht ansteckend oder so. Nee, nee. Alles wird gut. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Hm? Du hast vor allem ein gutes Geschäft gemacht. Jetzt wollte ich gerade mal gucken. Also. Haben wir überhaupt noch das Baumaterial dafür? Yes, haben wir. Gut. Ich will hier ein Indigo-Feld haben. Bitte. Ach, komm schon. Mach dich nicht lächerlich, Spiel. So. So. Ja, aber man merkt schon, so langsam, aber sicher kommen wir um den Bau einer Noria bald nicht mehr drum herum. Also langsam macht sich das wirklich wir haben die 10 Tonnen zusammen. Perfekt. Fahr los. Ganz jetzt losfahren. So, Quarz. Ich glaube, da wird sie sich auch gleich mal ein bisschen Quarz abzapfen von. So, nimm dir da von. Nein. Das lassen wir am besten da. Das kann ruhig mal voll laufen. Wo ist denn unsere Nanako? Unsere Nanako ist im Anflug. Das ist gut. Das heißt, wir können noch mal ein bisschen Brot rausnehmen. Die wird das sowieso wieder voll ballern. Da ist nämlich ein Laderaum wieder frei. In der Nanako. Gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts einzuwenden. Ich auch nicht. 5400. Gerne. Danke. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Das ist die Lyra. Wie viel Indigo bringst du mit? 27 Tonnen. Das wird nicht ausreichen. Nicht für zwei Druckereien. Also ich finde ja unglaublich, wie viel. Guckt euch mal die Bilanz wieder an, ne? So viel mal dazu. Wir waren die ganze Zeit dabei, unsere Stadt so auszubauen, dass wir mal ein bisschen runterkommen, ne? Was sieht man? Minus 540. Nur weil einer so Teppich haben Gewinn wollte. So viel Gewinn wie dieser Tage hat mein Geschäft schon lange nicht mehr abgeworfen. Ja, schön für dich. Deswegen wirst du jetzt auch gleich ein Adliger. Zwei weitere Adligenhäuser. Wir müssen mal langsam echt mal unsere Bilanz mal wirklich mal in einen grünen Bereich reinkriegen. Es kann langsam echt nicht mehr angehen, dass wir hier so derart hinterherhinken mit unseren Gewinnen. Das kann doch echt nicht angehen. Das ist doch langsam echt nicht mehr lustig. Oh Gott, ich habe über eine halbe Stunde. Oh, scheiße. Ich wollte nur 25 Minuten. Eine halbe Stunde. Scheiße. Ja, also man merkt, es fesselt mich doch mehr, als ich gedacht hätte. Aber so ist das manchmal, ne? Was höre ich, hä? Ich glaub's fast. Danke. Siehst du, nochmal ein bisschen mehr Kohle in der Tasche. Also solche Quests nehme ich doch immer gerne an. Die Frage ist jetzt nur halt, wir werden jetzt die Aristokraten weggesteckt. Das ist jetzt die Frage. Also ob die das gut überstehen oder halt nicht. Ich frage mich, was da als Getränke noch kommt. Also, ich habe schon gesehen, Zuckerrohr. Also, entweder kommt da Kaffee noch dazu. Oder wahrscheinlich sogar beides. Kaffee und Rum. Mal gucken. Kleidung. Ja, da haben wir ja schon gesehen, was da noch zukommt. Ah ja, Wein habe ich ja noch vergessen. Da kommt ja wahrscheinlich auch noch was in der Richtung. Da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Zumindest hoffe ich das mal. Glaube, haben sie die Ach, guck mal. Den Feinherrschaften reicht wieder die Kirche alleine. Sag mal, wollte ich mich komplett verarschen, oder was ist das? Also erst heißt es, wir wollen Kirche und Kapelle, dann heißt es wieder, nein, wir wollen nur die Kirche. Ein gutes Geschäft. Lars' Brain AFK, ja, genau so ungefähr. Ich bekomme regelmäßig Waren aus dem Kaiserreich. Also das ist ja echt, das ist ja Verarsche pur. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Ich fühle mich ein bisschen veräppelt hier momentan, also... Was haben wir hier? Doppelachs. Ne, das ist Holz. Brauchen wir nicht. Können wir auch nicht gebrauchen. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Können wir auch nicht gebrauchen. Was hast du hier noch? Schlachtermesser. Erhöht die... Ja! Schönes Ding. Mehr Kommt Fleisch. Und mehr Fleisch. Her Sie damit. Hat ein gutes Geschäft gemacht. Mehr Fleisch, sehr gut. Aber liebe Freunde, ich werde jetzt gleich mal endlich mal die Aufnahmesession beenden, weil sonst sitze ich hier wirklich gleich noch in 5 Jahren noch hier. Wir brauchen Glas. Gut, dann machen wir das nächstes Mal. Ich lasse das Schiff da dann erstmal liegen.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen, auch wenn wir leider aufbautechnisch nicht so viel geschafft haben, habe ich so das Gefühl. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich hoffe es zumindest mal. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Ah, Stadtstatus erreicht. Wir sind jetzt eine Großstadt, immerhin. Eure Stadt gedeiht prächtig. Weiter so. Ja, wird auch langsam Zeit, echt. Zum Sessionende hin wird das nochmal was hier. In Überlänge, wohlgemerkt, möchte ich auch noch anmerken. Und es gibt eine neue Ressource. Pelzmäntel! Okay, das wird wahrscheinlich noch am nächsten zu machen sein. Pelzmäntel, ja. Fängt jetzt... wann? Kurz vor Mitternacht fängt noch einer hier das Hämmern an. Aber also manche Leute sind echt... weiß ich nicht, also... hier noch? Proviant. Proviziert... benötigt verschiedene Waren. Ja, das klingt ja auch schon wieder klasse. Da kann wieder alles bedeuten. Haben wir echt schon 950 Adlige? Tatsächlich. Das hätte ich nicht gedacht. Aber gut, Freunde, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge und auch in der nächsten Session demzufolge. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ihr mögt. Mehr Adlige? Ha, bitte. Bei euch bekommt man doch nicht einmal das Nötigste. Das Nötigste? Kannst gleich einen fetten Tritt in den Arsch kriegen. Ach, jetzt ziehen sie nicht ein, weil ihnen... oh. Ihr stellt euch an, Leute, echt. Nur weil denen ein Luxusgut fehlt. Aber das kann ich noch ganz gut... dafür werden nämlich die Bärenvorkommen hilfreich sein. Je Bärenhöhle kann eine Pelztierjagdhütte errichtet werden. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Dann werde ich hier umbauen müssen, ne? So ein bisschen. Ah, das kann böse werden. Das kann böse werden, hier die Geschichte, ne? Fällt mir gerade mal ein. Und dann werde ich nämlich ein Feld wahrscheinlich abreißen müssen. Wahrscheinlich das hier. Ich will mal gerade mal gucken. Ich kann gerade nicht aufhören. Es tut mir leid, Leute. Ich höre gleich auf. Alles gut. Aber das will ich gerade mal wissen. Aber wenn ich nämlich schon kann, dann will ich möglichst auch beide Spiel mitnehmen. Spiel gespeichert. Für die optimale Produktion. So, dann wird der Hanf kurz mal runtergehen. Das ist klar. Aber ich will halt mal gucken, ob das geht. Ja, es geht. Super. Sehr schön. Dann würde ich nämlich sagen, dann hauen wir hier nämlich gleich mal eine Straße schön hier hinter in Richtung der Bärenhöhle. Zack. Sehr schön. Ich habe nämlich schon gedacht, scheiße, jetzt können wir die gar nicht in Anspruch nehmen. Doch, können wir. Sehr schön. Perfekt. Das wollte ich nämlich noch machen. Liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge und Aufnahmesession von Anno 1404 Gold Edition. Ja, wir kommen langsam aber sicher voran, auch wenn die Ansprüche unserer Adligen mir immer mehr auf den Sack gehen, aber so sind Adlige nun mal, sie sind ziemlich nervig, zumindest im Spiel. Wie sie in Wirklichkeit sind, weiß ich nicht. Es wäre ratsam zu zahlen. Du kannst die Schnauze halten. Niemand widerspricht Hassan Ben Said. Ich habe gesagt, du kannst die Schnauze halten. Ja, ja, bla bla. Mach dich weg. So, dann nochmal schnell das hier nochmal erhöhen, jawohl, und rein in den Aal. Sehr schön, wunderbar. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich werde es nicht alles nochmal wiederholen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir es gucken werdet. Und ich sage dann einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Achso, vor allen Dingen. Und tschüss und vor allen Dingen bleibt mir gewogen. Und bleibt oder werdet gesund natürlich, ganz klar. Und vergisst das Liken nicht, abonnieren nicht. Wenn ihr erst diesen Part reingeguckt habt, unten links findet ihr die Playlist von Anno 1404 Gold Edition. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und falls ihr Interesse am Vorgänger habt, am Anno 1701, findet ihr oben links die Playlist. Oder aber, wenn das Projekt schon ein bisschen älter ist und ein anderes Projekt läuft, könnt ihr auf der rechten Seite das aktuellste Video finden. Und in der Mitte dann klicken zum Abonnieren, wenn ihr wollt. Und vergesst dann auch nicht, die Glocke zu aktivieren, weil dann erfahrt ihr immer, wann ich ein neues Video raushaue. Liebe Freunde, das war's. Ich habe jetzt meine Verabschiedung schon runtergebetet, wahrscheinlich mehr als einmal, macht nichts. Ich sag dir jetzt einfach, tschüss, liebe Freunde, bis morgen.